So, ich möchte nochmal zusammenfassen. The Tomorrow Children und Rime, das sind First-Party-Spiele, die sind voll exklusiv für die PS4. The Vanishing of Ethan Carter, Volume, Hollow Point, Rune Master, Hellblade und The Eight Games, die man im Zusammenschnitt sah, kommen alle zuerst auf der PS4 auf Konsole raus. Jetzt möchte ich von anderen wichtigen Content-Partnerschaften reden, die tolle Spieler zur PS4 bringen in den nächsten Wochen und Monaten. Ein Spiel, das gespannt erwartet wird seit der PS4-Enthüllung letztes Jahr, ist natürlich Destiny. Um uns mehr davon zu sagen, warum PlayStation der beste Ort ist, um Destiny zu spielen, bitte begrüßt mit mir der CEO von Activision Publishing, Erik Hirschberg. Danke, Jim. Ja, also wir werden langsam schon hibbelig, denn heute sind es noch 4 Wochen auf den Tag genau bis zur offiziellen Einführung von Destiny. Dankeschön, ich stimme zu. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Destiny schon seit Jahren in der Entwicklung und es war ein wirklich leidenschaftliches Projekt für alle bei Activision. Natürlich auch das wahnsinnig talentierte Team bei Bungie. Und in 4 Wochen können wir dann diese epische Vision von Bungie endlich mit der Welt teilen. Mit Destiny erschließen wir die Stärke und das Potenzial von Next Generation Gaming. Wie gesagt, als wir vor gerade 18 Monaten gezeigt hatten, dass die PS4 rauskommt und dass dieses Spiel dabei rauskommen soll, vereint es das pure Adrenalin eines erstklassigen First-Person-Action-Spiels mit Charakter, Investition und Strategie eines RPGs, also mit all den Kennzeichen von Bungie. Es gibt auch allen Spielern Spaß, egal wie sie spielen wollen. Es ist eine anspruchsvolle Vision und PlayStation ist dort wirklich ein sehr erstaunlicher, wichtiger Partner für uns geworden. Als Ergebnis hatten wir schon eine Menge zeitweilig exklusiver Inhalte bereitgestellt, nur für die PlayStation-Fans. PS4-Spieler weltweit hatten die erste Chance, Destiny Alpha zu spielen. PlayStation-Fans hatten auch als erste Destiny Beta bekommen. Als es dann alles erledigt war, waren in all unseren Plattformen mehr als 4,6 Millionen Leute dabei gewesen bei dem Beta, haben mehr als 88 Millionen Spiele gespielt und an mehr als 12 Millionen öffentlicher Events teilgenommen. Wir waren begeistert von dieser enthusiastischen, positiven Reaktion. Wir sind stolz, heute zu sagen, dass laut GameStop Destiny offiziell das am meisten vorbestellte IP in der Geschichte ist. Und PlayStation 4 ist dort an vorderster Front. Bei meiner Arbeit habe ich Glück, denn ich kann mit einigen der talentiertesten Entwickler in der Industrie arbeiten und Bungie ist ein echter Traum. Die sind so kreativ, so dediziert, so talentiert. Ich habe selten mit so guten Leuten gearbeitet. Also ein paar mehr Details über Destiny und auch ein paar Weltpremieren. Bitte begrüßt mit mir den Direktor von Produktion von Bungie, der schon 8 Jahre dabei ist. John Tibbs. Hallo allerseits. Destiny ist eine Art Liebesdienst für Bungie gewesen. Für viele von uns war das schwierigste Spiel, an dem wir überhaupt gespielt haben. Es hat all unsere Leidenschaft und Jahre unseres Lebens gekostet, Destiny zu dem zu machen, was es heute ist. Deswegen war es unglaublich toll zu sehen, dass Millionen von Leuten auf der Welt das im letzten Monat gespielt haben. Um ehrlich zu sein, wir sind völlig überwältigt von der Reaktion auf Destiny bis jetzt. Wenn man so viel in so ein ehrgeiziges Projekt steckt, dann ist es gleichermaßen berauschend und beeindruckend. Zu sehen, dass Fans so viel Spaß haben, das macht Spiele entwickeln zu einem Traumjob. Also danke. Wir möchten noch ein bisschen mehr über unseren schnellen Multiplayer sagen. Wir nennen ihn Crucible. Wir haben dort Teams von 6 Spielern, die über die Überlegenheit anstreben in einem Spielmodus, den wir Control nennen. Wir geben den Spielern auch Zugang zum Eisernen Banner, wo erfahrene Wächter einmalige und wertvolle Rewards erkämpfen. Das war aber nur der Anfang von Destiny's Multiplayer. Wir haben dort auch jede Menge Karten und Spielmodi sowie jede Menge Waffen und Rüstungen. Gegenstände, die man verdienen, anpassen und überall bei Destiny einsetzen kann. Schauen wir uns mal einen Multiplayer-Trailer an, von dem, was vom ersten Tag an gespielt werden kann. Oh.
Danke. Danke. Destiny ist ein riesiges Spiel. Es ist viel größer als alles, was wir überhaupt jemals gemacht hatten. Wir möchten unser Universum weiter ausbauen. Alle PlayStation-Gamer bekommen zeitweilig exklusiven Zugang zu Exodus Blue, einer intensiven Multiplayer-Karte, und die Gelegenheit, gegen ein tödliches Psion-Trio im Dust Palace Strike anzutreten. Aber damit hört es noch nicht auf mit der Exklusivität. Wir arbeiten an zwei Expansionen, jede mit neuen Abenteuern, mit oder gegeneinander, mit neuen Waffen, neuer Rüstung und neuer Ausstattung. Heute ist es meine Ehre, Expansion anzukündigen, The Dark Below. Das wird für jeden im Dezember kommen. Im Namen von allen bei Bungie, danke für eure Unterstützung. Ich hoffe, euch und eure Fireteams am 9. September in Destiny zu sehen. Danke. Hallo, ich bin Alex Hutchinson, ich bin der Kreativdirektor von Far Cry 4. Ich bin heute hier da, um den Star unseres Spiels in den Mittelpunkt zu stellen, das Land Kyrat. Eine üppige vertikale Landschaft voller neuartiger Tiere, neuer Fahrzeuge, neuer Waffen und neuen Herausforderungen. Alle designt, damit ihr einzigartige Storys erschafft. Wir wollten euch aber auch einige extremeren Umgebungen zeigen. Auf den Himalaya-Gipfeln ist die Luft dünn, das Umfeld ist Gefahr und die Pagan-Minz-Armee ist schon da und sucht alte Reliquien, weil sie glauben, dass sie die zum legendären Königreich Shangri-La führen. Pagmins Armee wird die Geheimnisse von Shangri-La nie lüften. Ihr als Spieler werdet das. Erlebt den Mythos von Kalinar, das ist ein legendärer Krieger, der nach Erleuchtung strebt. Erforscht die Storys, die unsere Welt geschaffen haben, und lernt Neues, was euch helfen wird, in Kyrat zu bestehen. Hoffentlich gibt euch das einen Einblick vom Ausmaß und der Vielfalt bei Far Cry 4, und wir laden euch ein, das bei uns am Stand zu spielen. Zum Schluss aber etwas, was ich wirklich toll finde, nämlich, dass man einen Freund einladen kann in der Open World. Und noch besser, wenn man das Game über PlayStation macht, dann haben wir ein einzigartiges Angebot, nämlich die Keys to Kyrat. Hier ein kurzes Video mit Details. Vielen Dank. When the enemy finds you, you're going to need some backup. And now you can bring in anyone, even if they don't own the game. Exclusively on PlayStation, get Far Cry 4 and receive 10 keys to Kyrat. Send a key to any of your PSN friends. Invite them to explore Kyrat with you in the ultimate free trial experience of Far Cry 4's open world co-op. Don't leave your friends behind. Give them exclusive access to Far Cry 4 co-op for up to 2 hours. Explore Kyrat together, capture outposts, and create your own stories. Only on PlayStation. Far Cry 4. What have you seen in your visions? I have seen Sauron's servants. A tower.
on the Black Hand. Bring me the head of this grave walker. Bring much suffering. Where was your bravery when we bled your wife? Gutted your son. Bow to me. We bow to no one. Stand up and fight. You cannot escape us. Destiny, Far Cry 4 und Shadow of Mordor, alle haben Content, der exklusiv für die PlayStation ist. Als nächstes möchte ich jetzt einen langjährigen Partner hier auf die Bühne bitten. Der ist zum ersten Mal bei der Gamescom, meine Damen und Herren, Hideo Kojima. Schönen guten Abend allerseits hier bei der Gamescom hier in Köln und alle auch, die online dabei sind, guten Abend. Beim letzten Mal, als ich bei der Gamescom war, das war das erste Mal bei der Gamescom letztes Jahr in Köln, 5 Jahre, also es ist toll, dass ich hier wieder mit dabei sein kann. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain ist ein Spiel, da geht es vor allem um die freie Infiltration in einem Open-World-Umfeld. Das gehört dazu als wichtiges Konzept. Bei der E3 haben wir etwas schon zeigen können, was da möglich ist. Zum Beispiel der Pappkarton. Heute möchte ich da etwas tiefer einsteigen bei diesem Thema, die freie Infiltration. Über den MGS players are all familiar with the cardboard box, but as explained previously at E3, the box has been upgraded with new abilities in Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, to offer players more options, such as the ability to pop out, take enemies out, and hide back in the box. You can also use the Fulton from within the box. And when you're in trouble, you can even vacate the box and use it as a decoy when it draws the attention of the enemy. Today, we'll introduce you to a few more ways you can use the cardboard box to your advantage. For example, we're out in plain sight here with the enemy up ahead. We can't vacate the box without being spotted, so we'll try something else. As you can see here, the box now features a picture of a saluting soldier on it. From a distance, you can use this to trick enemies into thinking you're an ally, and they'll pass you by. And it doesn't stop there. There are also other pictures you can place on the box. For example, we're in a similar situation now, but rather than saluting, the soldiers come running. I wonder why. Ah, well, that explains it. Let's go ahead and take care of him while he's still distracted. And now it looks like we have a bed of roses? At first glance, yes. But if we were to unfold the box, you'll see that it's actually another view of our swimsuit model. And if we vacate the box and leave it here, it actually serves as a great tool to draw the attention of enemies and keep them distracted as we sneak away.
These are just a few examples of the many new things you can do with the cardboard box, but we don't want to ruin all of the surprises just yet, so we'll leave it at that for now. Thank you for watching. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you?